Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 207. Tja Leute, ich habe jetzt sämtliche Orte abgesucht, also die ich vorher schon erkundet hatte. Und da soll ich sagen, ja, das der einzige Ort, wo sich Kengis aufgehalten hat, ist natürlich Kakariko, ne? Wo wir ihn auch zum ersten Mal getroffen haben, genau hier. Da habe ich nochmal kurz mit der Impa gesprochen, aber die hat uns auch nichts Neues gesagt. Also insofern habt ihr da nichts verpasst. Sie hat nur gesagt, ja, jetzt ist es halt an der Zeit, ne, was wir eh schon wussten, es mit Gennen aufnehmen zu können. Denn wir haben ja alle Titanen soweit bezwungen. Und die Strahlen sind auf das Schloss gerichtet, um Gennen zu schwächen. Ja. Aber wie gesagt, ich war in sämtlichen Stallungen, sämtlichen Orten. Ich habe ihn wirklich nur in Kakariko getroffen und da hat er leider nichts Neues uns zu sagen gehabt. Und ja, was soll ich machen? Jetzt begebe ich mich erstmal hier auf den Weg ins Schloss. Mal sehen, vielleicht können wir hier noch irgendeine Entdeckung machen, weil hier war ich ja noch nicht. Also in der Umgehung des Schlosses war ich jetzt nur hier auf der eher westlichen Seite. Na, da wurde es auch schon mitunter relativ brenzlig, weil da natürlich die Wächter auf uns warteten. Und hier war ja auch eine Erinnerung. Also, ja, wer weiß. Ne? Folgen wir einfach mal dem Weg in Richtung des Schlosses. Denn ich denke mal, hier gibt es auch noch einige Ställe, die wir noch nicht gefunden haben bislang. Ne? Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß nicht, Leute. Bin jetzt schon ein bisschen verzweifelt. Habe auch schon einige Wälder durchsucht. Also die namentlich auch gekennzeichnet waren. Aber auch da war mein Suchen nicht von Erfolg gekrönt. Ich glaube, hier war auch mal eine Erinnerung, ne, soweit ich mich entsinnen kann. Jetzt relativ auffällig aus, aber halt nicht so wie auf dem... Oh, oh, da ist auch wieder so ein toller... Magier. Oh, das. Steigt Rauch auf. Ich gucke mir jetzt alles ganz genau an, Leute. Wir nichts verpassen. Da ist ein Lagerfeuer, aber da sind wieder irgendwelche Kreaturen. Moment. Oh, ein Schein ist hier auch in der Nähe. Geil. Ah, das hat sich doch schon mal gelohnt. Oh, hier ist auch die schöne Musik. Hört ihr das? Das ist doch die Zelda-Musik. Oh, Gänsehaut pur. Ja, ich helfe euch, Leute. Ey, euch kennen wir doch schon, ne? Seid ihr nicht diese Schatzsuche gewesen? Muss denn jeder schreien? Ah. Mit meinem Schimmel reite ich euch einfach um. Was haltet dann davon? Ich weiß, nicht allzu viel. Oh, hier sind auch wieder schöne Pflanzen. Oh, ich will ja den beiden Wanderern helfen. Der. Boah, aua. Nein, Gaul, komm her. Na, wartet. Oh, die sind zum Glück nicht allzu stark. Einen Weißen haben sie auch nicht dabei. Na, bleib mal schön hier. Schimmel. Ich kann mal mit den Wanderern hier nochmal sprechen. Weil ich mich auch gleich daran machen, den... Aha, wir sind jetzt schon seit Monaten auf der Suche nach dem Prinzessinnen Enzian unterwegs. Okay. Wenn man sich mit dieser Blume in die Liebe schwört, wird man für immer zusammen glücklich sein, heißt es. Aber wir können sie einfach nirgends finden. Hm. Das wäre jetzt lustig, wenn das hier die Pflanze wäre. Nee, das ist ein Schleichglöckchen. So, sollte jetzt eine Quest sein, oder wie? Wo ist denn die, der weibliche Gegenpart? Ach hier. Gerettet. Wir bereisen zusammen die Welt, um eine Blume namens Prinzessin Enzian zu finden. Natürlich wissen wir, dass es mit all den Monstern hier draußen gefährlich ist. Aber ich wollte unbedingt mitkommen. Solange wir nur zusammen sind, werden mein Mann und ich mit einem fertig. Aber die haben wir doch schon mal getroffen, oder? War das ein anderes Pärchen? Also die kommen hier irgendwie... Da waren die doch schon auf der Suche nach diesen Prinzessinnen in Enzian. Oh ja, meine Waffentasche ist voll. Das ist aber ein gutes Zeichen. Oh, wo ist denn hier der Schrein? Gucken wir mal. Hier irgendwo. Vielleicht kriegen wir das ja hier als Belohnung, wenn wir den Schrein geschafft haben. Prinzessinnen Enzian. Wie gesagt, da habe ich noch nie gefunden, ja. Oh oh. Da hinten ist er erst, okay.
Da ist er. Ich hab ihn. Oh, hier ist ein Stall. Geil, Leute. Ich hab's noch beschrieben. Wie geil ist das denn? Yippie. Okay. Aber bevor ich mich dem Stall widme, gehe ich erstmal zum Schrein, ja? Achso. Aber der Gaul soll bitte hier warten. Na gut, wenn der, wenn der Stall hier in der Nähe ist, ist es ja kein Problem. Hm. Hier ist auch ein Wald. Tja. Etliche Wälder habe ich ja schon durchkämmt, soweit. Ja, komm. Überspringen das mal. Aber leider ohne Erfolg. Ja, ich dachte, ja, dann begebe ich mich halt auf eigene Faust auf die Suche. Ich kenne es schon nicht finden können, ne? In irgendeinem Wald werde ich ja fündig werden, ne? Aber bislang keine Spur. Bin schon fast heiser. Hab natürlich jetzt... Oh, okay. Die Aufnahmen habe ich so weiter verfolgt. Und dabei gesprochen. Okay. Hier ist Wasser. Ist da eine Kiste? Nö, hier noch nicht. Kann man hier gegen den Strom anschwimmen? Ja, so ein bisschen. Ah, hier brauchen wir erstmal eine... Ach so. Können wir die auch hier? Ja, gut. Können wir auch hier erschaffen. Direkt. Na komm, hoch. Yeah. Na, also. Wunderbar. Ach, Quatsch. Oh, das, da wird's groß. unter dir? Nee, ich möchte nicht zerstören. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Die standen sich jetzt zu nah. Die Säulen. Oh je, das ist wieder ein böser Gegner. Oh, der schießt ins Wasser. Du böses Vieh. Ah, ich komme ja da nicht hoch. Doch, muss wieder einfrieren. Moment. Ach so, ich muss sie erstmal löschen hier. Die anderen. Hätte ich automatisch gelöscht? Hä? Komme ich hier hoch? Nee. Au! Okay, schnell raus hier. Das hier bin ich ja ein gefundenes Ziel für den. Oh. Vorhin hat es ja auch geklappt vom Wasser aus, ne? Nee, bin auch gut. Na warte. Du bist sowas von dran. Na. Hast du davon? Kann ich dir unter Wasser looten? Nee, ne? Schade. Ach doch, die kommen nach oben, die Schrauben. Okay, das ist hier zum Glück nicht ganz so authentisch, was die Physik angeht, aber ich beschwere mich jetzt nicht. Dadurch wurde es mir immerhin möglich, die Teile einzusammeln, die ich ja brauche für Wächterwaffen, ne? Die Wächterwaffen sind nun mal ein bisschen effizienter gegen Wächter. Ah, ne, jetzt wollte ich den Magneten haben. Das Magnetmodul. Die Kiste ist nicht magnetisch. Okay. Hätte ich mir auch denken können. Denn hier geht es ja um Wasser. Also um das Element Wasser. Insofern, boah, ist das ja nur konsequent, ne? Wenn die Kiste nicht magnetisch ist. Super, na, gucken wir mal rein. Wenn da eine schöne Waffe drin ist, na, dann muss ich halt eine wegschmeißen. Nein, ein antiker Reaktorkern. Jo, Leute, die brauchen wir natürlich auch. Vielleicht sollte ich auch, bevor ich mich dem Rennen stelle, noch eine Fee aufsuchen, ne? Aber wir brauchen dazu noch, also gerade für die letzte Fee brauche ich da noch etliche Rubine, leider. Na, ja. Gut, wenn wir es eh mit dem Rennen aufnehmen müssen, ne? Ist hier noch eine Kiste? Ne, die sind ja nicht magnetisch, wie gesagt. Okay, mehr Kisten sind hier nicht, ne? Es war schon mal ein schöner Schatz. Hä?
Sah da oben gerade auch so. Hab ich mir wohl eingebildet, dass das orange war. Oh. Na, oh, jetzt ballert das Vieh wieder. Nein! Nein! Das wollte ich jetzt nicht. Oh fuck, Leute, sterbe ich jetzt? Ja. Ah, die Strömung war zu stark. Uff. Oh, guckt mal, da ist ein Floß. Oh, toll, hätte ich das mal gewusst. Was hier alles so rumtreibt. Na, ich kann immer nur drei gleichzeitig erschaffen, glaube ich. Nein, nicht! Ah. So, jetzt komme ich hier nicht hoch. Und kann auch nichts bauen. Warum auch immer nicht. Ah, durch die Strömung, glaube ich, kann ich hier nichts bauen. Das ist ja fies, Leute. Was mache ich denn da jetzt? So lange warten, bis meine Ausdauer weg ist, oder wie? Ah, ja, das ist doch scheiße. Ah, okay. Was soll ich machen? Okay. Ich glaube, ich baller die Mistviecher vorher ab. Dann kann ich hier in Ruhe looten. Oder mich, ja, falls hier überhaupt was Lootbares noch erscheinen sollte. Och, die halten ja nichts aus. Na gut, dann hätte ich es gleich gemacht, hätte ich das gewusst, dass sie nicht, gar nichts aushalten. Wunderbar. Bobs. Mann, habe ich viele Bögen. Ey, muss hier wirklich aufpassen. Hier ist noch was. Ein Tor. Ob mir das was bringt. Wenn ich das öffne. Ja, da ist eine Kiste hinter. Ja, geil. Und wie soll ich da reinkommen? Komme ich da hoch? Tja. Ja, das geht relativ. Och, hier kann man sogar stehen. Und das ist super gemacht. Okay, Leute. Oh, ein Königsschwert. Naja, ist nicht so geil. Ist nicht so geil. Wie gesagt, ich vermisse immer noch eine Funktion. Mit der man die Waffen einfach so im Inventar behalten kann. Noch nein, nicht doch. Nicht. Ah, da ist was. Ey, schwimm doch. Ich kann nicht schwimmen. Irgendwie klappt das nicht. Ich kann doch einfach auch den Anzug anziehen. Ach Mensch, Leute. Ich habe doch diesen Schwimmanzug. Na gut. Ah, okay. Na toll. Naja, egal. Arbeiten wir uns mal einfach hier mal voran. Super. Na, so klappt es doch auch. Auch ohne Schwimmanzug. Wollen wir mal erfahren, was da in der Kiste ist. Ja, scheinbar habe ich deswegen auch viele Kisten einfach mal aus dem Grund nicht gelootet. Weil da nicht immer nützliche Gegenstände dabei waren, ne? Leider. Aber kann ja auch nicht immer so perfekt. Okay, das ist wieder so ein Floß. Na, kommen wir da hin? Ey, was ist denn das nun? Was war das denn jetzt? Ich hab doch, hä? Also verstehe ich nicht, ich hab das Parasegel benutzt. Na gut, danach wird unsere Energie zum Glück wieder vollständig aufgeladen. Also halb so wild, Leute. Genug Nahrungsmittel habe ich auch wieder dabei. Und gekocht vor allen Dingen. Kein Problem. Nur etwas nervig. Weil es hier so eine relativ lange Passage ist. Keine Ahnung, warum er das Parasegel nicht ausgepackt hat. Jetzt hat es ja auch geklappt. Also am Rand. Ja, naja, geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt ist meine Batterie gleich wieder alle. Und wie schade.
Hätte ich ein mittelschweres Problemchen, aber eigentlich habe ich die aufgeladen. Brauche immer eine Weile, um vollständig zu laden, aber dafür hältst du denn 4 Stunden oder länger? Ja, ich glaube ein bisschen länger als 4 Stunden. Du hast meine Prüfung gemeistert und zwar bist du außer Welt erhält. Yes! Das wissen wir doch schon längst. Sag uns doch nichts Neues, Junge. Immerhin, 2 haben wir wieder. Wow, und alles wieder voll. Prima. Na also, nur gut, 2 Schreine brauche ich denn nur noch. Dann können wir uns wieder einen neuen Herzcontainer leisten. Wunderbar. Hätte ich nichts dagegen im Kampf gegen einen übermächtigen Endgegner. Oh. So, dann können, gucken wir uns gleich mal den Stall noch ein bisschen näher an. Gut, den Schatz habe ich jetzt auch nicht gesucht. Aber ich habe ja so die Vermutung, dass das Spiel trotzdem weitergeht. Ne? Also, dass man... Weil die letzte Erinnerung, die kriege ich ja nun mal nur im Schloss. Ja. Also geht das Spiel, denke ich mal, auch weiter, wenn man das schon längst geschafft hat im Prinzip. Ne? Also wenn man den Endgegner besiegt hat und so weiter und so. Ey, wen haben wir denn hier? Leute, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Ich meine, ich wurde ja nicht müde, das in den letzten Parts zu erwähnen. Wir brauchen den Kängis, weil der gibt uns Tipps. Die gibt er uns leider nur in der Nähe entsprechender Orte mit Erinnerungen, Leute. Das sieht sehr gut aus. Aber warum rede ich schon so, als ob ich mich verabschieden wollte? Nein, möchte ich natürlich noch nicht. Denn ich würde mal sagen, das schaffen wir noch in dieser Folge, oder? Wenn ich mich jetzt nicht allzu dumm anstelle. Das Schloss wurde zwar... Achso, weil das Schloss in der Nähe ist, ist der hier, oder was? Das Schloss wurde zwar vor 100 Jahren zerstört, aber seine Würde hat es auch in diesem Zustand nicht verloren. Hallo, da sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ich war schon allen Ecken von Hyrule. Also kann ich dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen? Ja, Mensch. Darauf warten wir doch die ganze Zeit. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Das macht er nämlich wirklich nur, wenn man ihn an diesen, in der Nähe dieser Orte findet, ne? Dein Kakariko wollte da gar nichts gezeigt bekommen, leider. Und auch anhand dieser Schriftzeichen konnte ich es nicht identifizieren. Ich habe ja alles Mögliche schon versucht, Leute. Dieses Bild zeigt einen Wald. Ach nee. Wo habe ich so eine Landschaft schon einmal gesehen? Bin mir zwar sehr sicher, sehr unsicher, aber es könnte der Wald im Süden von hier sein. Wow, hat der auch einen Namen, der Wald? Oder vielleicht jenseits des Flusses? Der Wald nordöstlich des bodenlosen Sumpfes. Oh Gott, das klingt gar nicht gut. Nordöstlich, okay, des bodenlosen Sumpfes. Ja, das ist auch ziemlich präzise. Dort bin ich vor einer Weile umspaziert und ich meine, ich hätte seine Umgebung gesehen. Da hast du uns echt was voraus, Junge. Also ich habe etliche Gegenden gesehen, die exakt so aussahen. Aber gut. Jetzt hat er uns auf jeden Fall den entscheidenden Tipp gegeben, Leute. Der bodenlose Sumpf. Das heißt, der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Moment, hier steht es ja schon. Ha! Nordöstlich. Hä? Wo ist denn hier ein Wald? Hier schon? Nee. Das ist nordöstlich. Des bodenlosen Sumpfes. Das kann aber auch der hier sein. Ich vermute mal fast eher der, weil der näher dran ist. Was hätte er ja gesagt, in der Nähe des Stalls. Okay, Leute, ne, dann probiere ich mal mein Glück. Was haben wir denn da oben? Gar nichts. Na, endlich, ey. Boah, ich habe wirklich ewig gesucht. Gut, dann werde ich, wahrscheinlich ab dem Schrein. Huhu. Oh nein, oh nein. Naja, es ist ja noch nicht so gezähmt. Trüffel, oder? Maxi-Trüffel, yes. Wunderbar. Oh Gott, jetzt. Ist das der Wald? Ja, naja, noch ein Stückchen. Na komm. Zum Glück haben wir jetzt ein sehr schnelles Pferd. Dank der einen Quest. Das hat sich echt mal gelohnt. Komm, oh Mann. Ach so, oh, jetzt war ich zu schnell. Oh. Oh oh. Wer war denn das? Und Inna lacht uns hier aus und greift uns an.
Da sind auch noch Gegner. Ich glaube, ich sollte auf die Straße. Komm, jetzt. Oh. Genau, Felsen waren hier auch. Leute, ich glaube, wir kommen. Ah, hier ist er. Hier ist die Erinnerung. Na, also. Das war der entscheidende Tipp, ja. Hätte ich das schon eher erfahren, denn, naja, wie dem auch sei. Gut. Ja. Hat sie unter seine Kontrolle gebracht. Daro, Revali, Mifa und Urbosa, sie waren in den Titanen. Es ist alles meine Schuld. Ich konnte die Macht des Siegels nicht erwecken. Und jetzt hat Gardon uns die Relikte gestohlen, die uns vor ihm schützen sollten. Ich... alles, was ich getan habe, es war alles vergebens. Ich konnte das alles nicht verhindern. Mein Volk, meine Freunde und mein Vater auch. Ich habe sie im Stich gelassen. Und jetzt sind alle tot. Tja, Leute, würde ich mal sagen, fehlt uns nur noch eine Erinnerung, aber irgendwie wird der Ton der Erinnerung immer verzweifelter, so, ne? Aber, ja, wie soll es auch anders sein, ne? Aber ich kann mir trotzdem kaum vorstellen, wie sie das 100 Jahre ausgehalten hat, ne? Also, hoffentlich haben wir ihr, dadurch, dass wir die Titanen besiegt haben, noch ein bisschen Zeit verschaffen können. Vor allen Dingen, dass sie wieder neue Kraft sammeln konnte, ich weiß es nicht. Das werden wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen erfahren, Leute. Mann, endlich habe ich das geschafft, ey. Ja, ich habe mehrere Aufnahmen dafür neu gestartet und dann immer wieder ad acta gelegt, weil ich meine, wenn ich hier 1000 Folgen mache von immer derselben Tatsache, also sprich, dass ich versuche, diese Erinnerung zu finden, hätte ich keinen Sinn gemacht. Also deswegen habe ich die anderen Folgen jetzt einfach mal weggelassen, weil die waren wirklich nicht fruchtbringend, ne? Wie gesagt, ich war da noch bei der Impa und so weiter und auch das hat keine neuen Erkenntnisse zutage gefördert. Sie hat nur gesagt, ja, jetzt könnt ihr euch dem Kampf stellen und wunderbar, das wissen wir eh, ne? Boah. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Wunderbar. Also hat uns einfach nur ein Schrein und ein Stall gefehlt, ne? Ja, eher der Stall, ne? Denn der Kengis, der taucht nun mal an nur sehr markanten Orten auf. Und das war also auch hier der Fall. So, Leute. Puh, jetzt bin ich aber erleichtert. Es hat echt so, boah, so einiges an Zeit in Anspruch genommen. Also so einige Tage habe ich damit zugebracht. Insgesamt natürlich, ne, immer mal wieder so zeitversetzt. Denn man hat ja auch nicht immer Zeit. Muss ich das alles so ein bisschen einteilen. Aber es hat zum Glück Früchte getragen. So, Leute, naja, falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mal sagen, mache ich Schluss an der Stelle. Bye, bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Eschak. Wer ist das? Ach, da ist er. Guckt mal.
Der hat hier so ein Geräusch von sich gegeben. Ein Jägermeister oder was? Boah, was hat denn der für ein Schwert? Ich dachte, die Jäger habe ich ein und ein für alle Mal erledigt hier. Okay. Wunderbar. Mein Schwertbananen hat er dabei. Windklinge. Die exzentrische Klinge des Anführers der Jägerbande. Das war der aber nicht. Geschickte Kämpfer können die besondere Form des Schwertes so nutzen, dass ihre Hiebe Druckwellen aussenden. Wow, die ist gut, die Waffe, würde ich mal sagen. Die ist auch gar nicht mal schwach. Also das mache ich noch als letzte Amtshandlung. Schmeiße ich hier ein Schwert raus, das ich nicht brauche. Das Masterschwert, haha. Nein. Irgendwas anderes, was können wir denn hier entbehren? 32, 30. Die Waffen sind ja an sich nicht schlecht, ne? Alle ganz gut. Verdammt. Also gerade auch die Eiswaffen, die sind... Aber gut, da haben wir schon eine bessere. Ja, werfen wir das mal weg. Ist okay. Nimm stattdessen mal die Klinge. Ja. Und die haut mit einer relativ großen Geschwindigkeit zu. So Leute, jetzt mache ich aber Schluss. Also dann, bye bye, ciao ciao. Bis zum nächsten Mal, euer S-Shark. Lasst es euch gut gehen.